Ich bin Manfred von der Mobile Drum School und in unserem heutigen Video geht es zur Anwendung der ganzen Sache. Wie wenden wir das an? Wir wenden das halt in Fill-Ins meist an und da gibt es eine Menge kreative Möglichkeiten. Ich habe euch ja die einzelnen Möglichkeiten schon aufgezählt. Also das heißt Hände Snare, Bass Drum, Hände Tom Toms, Bass Drum, eine Hand Tom Tom, eine Hand Snare oder umgekehrt. Ja, und dann gibt es natürlich die drei und zwar rechter Hand zwei Schläge, rechter Fuß. Das als Schleife nehmen wir wieder in den Bodensee. Bodensee, 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 Bodensee. Oder linke Hand nehmen wir. Bodensee, 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 Bodensee. Abwechselnd. Bodensee, 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 Bodensee. Okay, andere Möglichkeit wäre hinzugehen, zu sagen, wir nehmen zweimal Fuß. Zweimal Fuß wäre sozusagen. Zweimal Fuß, einmal Hand. Mit Bodensee. Bodensee, 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 Bodensee. Oder linke Hand. Bodensee, 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 Bodensee. Oder als Flam gespielt. Bodensee, 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 Bodensee. Umgedreht. Bodensee, 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 Bodensee. Okay. Bodensee, 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 Bodensee. Ihr merkt, es fängt an schon recht kompliziert zu werden. Ja, bleiben wir kreativ dabei und im Gegensatz zum ersten Video möchte ich jetzt nicht einen Takt nehmen, sondern ich nehme zwei Viervierteltakte in Achtel und fülle die mit Dreiergruppen aus. Machen wir das erstmal ganz stupide mit zweimal Hände, einmal Fuß. Rechte Hand beginnt. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins. Eins wieder im nächsten Takt mit der Bass dran. So. Das gleiche mal mit der linken Hand. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, eins. Okay, nehmen wir zwei Bassdrum, einmal die rechte Hand. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, eins. Kommt gut aus. Nehmen wir linke Hand. Eins, zwei, drei, vier, eins. Andere Kombination genommen, habe mit der linken Hand angefangen. So, ihr merkt, muss sich einfach nur einspielen und zählen dabei. Eine ganz interessante Version, finde ich, ist ein Flam mit der auf der ersten Position zu spielen und dann eine Hand dazu zu nehmen, einzeln und dann den Fuß. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier, eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Man kann sie die Hände verteilen. Sehr viel ist da auf einmal möglich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Flams spielen können, dann können wir auch anstelle des Einschlages zwei Sechzehntel nehmen. Machen wir das mal für die Rechts-Rechts-Fuß-Version. Rechts-Rechts-Fuß wäre Rechts-Rechts-Fuß. Rechts-Rechts-Fuß. Das über zwei Takte. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei.
denke, da sind schon ein paar interessante Möglichkeiten dabei und ich würde mal sagen, viel Spaß beim Üben. Ciao! So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst einen Kommentar, abonniert meinen Kanal oder besucht mich auf Facebook oder meiner Webseite. Die Links dazu gibt's unten. Links zu den PDFs gibt's auch unten in der Beschreibung. Also, viel Spaß beim Üben. Ciao!